take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Battle Challenge, also Mittwoch ist es kurz nach 19 Uhr und es ist wieder Zeit für die garantierten Team of the Season SBCs. Heute in diesem Video soll es um die League One Team of the Season SBC gehen und nachher um 22 Uhr, 22.15 Uhr oder 22.30 Uhr geht es dann nochmal um die MLS Team of the Season bzw. lateinamerikanische Team of the Season SBC, um die garantierten Team of the Season SBCs. Ja, und jetzt geht es erstmal um die League. Zweimal werden wir das Ganze abschließen. Einmal auf dem Hauptaccount, einmal auf dem SPC-Account, wie ihr das Ganze von uns gewöhnt seid. Und ab 20.30 Uhr gibt es auch schon einen Livestream bei Twitch. Da öffnen wir bei euch die Sets und zwar zu den beiden garantierten Team of the Season SPCs. Zum einen haben wir, die, wie gesagt, die League One garantierte TOTS SPC und die von der MLS bzw. der lateinamerikanischen. Bevor wir reinstarten ins Video, könnt ihr gerne das Video supporten mit einem Daumen nach oben. 300 Likes geben wir wieder jetzt hier raus, dass wir uns das Video schnell wie möglich auf jeden Fall voll machen. Und falls ihr generell sonst immer einen von den passiven Leuten seid. Ja, seid gerne heute eine von den Aktiven. Ja, es hilft auf jeden Fall im Algorithmus, wenn ihr das ganze Video bewertet. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus da lassen mit euren Team of the Seasons, die ihr bei euch gezogen habt. Und falls ihr, wie gesagt, nachher rumkommen wollt, ja, und diese SPC bei uns machen wollt, im Livestream, auch da ist mir Archie Gaming bei Twitch, kommt um 20.30 Uhr rum und da öffnen wir dann eure Packs. Ihr könnt die jetzt schon mal ready machen. Das Video wird wahrscheinlich 20 Uhr oder 20.15 Uhr online gehen. Und dann gucken wir uns das ganze Ding doch mal an. Gehen hier zum Live-Segment und gucken uns mal an, was rausgekommen ist. Also, wo haben wir sie am Start? Die beiden garantierten TOTS-SBCs. Da haben wir sie. Team of the Season Garantie MLS, lateinamerikanisches Team of the Season. Ein Tag, 23 Stunden verbleibend, ein Segment. Haben wir natürlich da zum Abschließen. Mal gucken, was das für ein Gerate ist, was wir da abgeben müssen. Und hier haben wir die League One Team of the Season Garantie SBC. Ich weiß noch nicht, was wir für ein Rating abgeben müssen. Das werden wir jetzt auch hier gemeinsam einmal schauen. Gucken wir erstmal bei dieser Team of the Season SBC oder garantierten Team of the Season SBC aufs Rating. 84er. Jawohl, das ist ein 84er Greater Squad mit 45 Teamspielen sogar nur und Anzahl Spieler im Team sind 11. Das ist auch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr sympathisch, sehr, sehr gut. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir gerne auf jeden Fall in die Kommentare, was eure Meinung zu den garantierten TOTS SPCs sind. Und jetzt haben wir hier natürlich das League One Team of the Season. Bitte kein 88er Greater Squad. Wir haben Ben Yedder, wir haben Neymar und wir haben Mbappé, Leute. Drückt die Daumen, bitte nicht EA. Komm schon, bitte nicht zu high rated. Wow, nur ein 86er Greater Squad. Oh, ich habe schon gehofft, ich habe schon gedacht, dass es vielleicht ein 87er Greater Squad wird. Wegen Mbappé, wegen Neymar, wegen Ben Yedder. Aber das ist natürlich schon mal nice. 70 Teamspiele, das könnte ein bisschen knifflig werden. Und Anzahl Spieler im Team sind dann 11. Also das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Und das ist ganz, ganz gut. Denn wir werden auf jeden Fall jetzt einen Spieler abgeben. Und zwar ist das ein Spieler aus der League One, den wir jetzt die Tage gezogen haben. Tatsächlich aus einem Player-Pick. Das ist die League One Upgrade PC mit den Spielerwahlen. Da habt ihr auch im Video gesehen, wir haben einen Player-Pick gemacht und wir haben direkt Thiago Silva gezogen. Untradable, also wir werden natürlich ihn jetzt hier als 85er gerated Karte gerne abgeben. Woran liegt es natürlich? Vielleicht können wir ihn ja nochmal ziehen. Wir hoffen natürlich auf einen anderen PSG-Spieler, die wir da ziehen können. Und dann können wir hier unsere High-Rated Verratti und einmal Navas auf jeden Fall hier auch schon mal chemiemäßig reinstellen. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal ratingmäßig, meiner Meinung nach, sehr viel bzw. einiges abgedeckt. Außerdem können wir dann ganz entspannt zum Beispiel in die Bundesliga gehen. Ich glaube, da habe ich Coutinho am Start, wenn ich das richtig noch im Kopf habe. Jawohl, Coutinho ist der eigentlich tradable, ist auch untradable für mich. Und dann können wir hier mal kurz ein bisschen, ja, ein bisschen was aufbauen zwischen den Bayern-Spielern hier. Sonst glaube ich, dass er an Spielern nicht wirklich viel mehr hier abgeben will. Guck mal, ob wir hier noch einen Flügelspieler am Start hätten, den ich vielleicht abgeben will. Nee, eigentlich so, obwohl Serda als Team of the Week, Team of the Season, hätte ich theoretisch auch kein Problem mit, obwohl das eventuell ratingmäßig natürlich ein bisschen too much werden könnte. Wir können das theoretisch auch so machen. Und dann das Ganze einfach so. Und dann einfach mal gucken, wie wir das Ganze weiter aufbauen. 52 Teamspiele sind ja auf jeden Fall schon am Start. Jetzt die rechte Seite hier am besten mit einer Liga komplettieren. Und welche das aber jetzt genau ist, gucken wir uns jetzt nochmal genauer an. Ich weiß auch nicht, ob mein SPC-Account, wie wir das genau machen. Saul, Marcelo. Das sieht auf jeden Fall auch schon mal nice aus, dass wir da ein bisschen was an Rating haben. Obwohl wir wahrscheinlich gar nicht mehr so viele in Bezug auf hohes Rating brauchen, ne? Kanal ist noch. Wäre noch eine Option. Wir gucken mal ratingmäßig, wie das Ganze jetzt hier eventuell aussieht. So, Saul kommt hier hin und Canales würde jetzt einfach mal hier hinkommen. So, da sind wir bei 85er Rating schon. Und dann gehen wir mal wieder zurück in die Bundesliga und gucken dann separat, wie wir das Ganze ratingmäßig dann nochmal ein bisschen vielleicht downgraden können. 82er, gucken wir mal, es ist schon 86er graded das Squad. Guckt euch das an, Jungs.
Und dann gehen wir nochmal in die La Liga Santander und stellen hier vielleicht den ein oder anderen Lower-Rated-Spieler rein. Wenn wir ihn dann, wie gesagt, so oder so haben. Korea zum Beispiel, 82er, würde Chemie bringen. Wäre ein lower-gerateter Spieler. Jawohl, das passt schon mal perfekt. 83er Murata. Oha, Jungs, das passt auch. Das passt auch sogar sehr, sehr gut. Müsst, wie auch immer ihr das Ganze jetzt hier nennen wollt. Dann würde das theoretisch auch noch gehen, wenn ich es jetzt richtig sehe. Ne? Würde das theoretisch auch noch gehen, perfekt. Okay, und das würde jetzt nicht mehr gehen. Genau, so ist das Ganze richtig berechnet. Also, wir geben jetzt Folgendes ab. Einmal Navas, ja, den habe ich für 25.000 Münzen gekauft. Morata, Erstbesitzer, tauschbar. Depay, 4,6 hat uns gekostet. Thiago Silva, Anchelbe, wie gesagt. Can ist untauschbar. Saul ist tauschbar, Erstbesitzer. Tolisso ist Erstbesitzer, tauschbar. Goretzka, Untradable, Erstbesitzer. Correa, Erstbesitzer, tauschbar. Demirbay, Untradable und Erstbesitzer. Coutinho, ebenfalls Untradable. Und ihr seht ja hier, Demirbay, out of position zum Beispiel. Einfach ein 82er Stürmer zum Beispiel hier reinstellen. Ja, Volland zum Beispiel. Dann habt ihr auch schon viel, viel mehr Teamchemie am Start. Oder hier einfach ein 81er Linksverteidiger aus der Bundesliga zum Beispiel reinstellen, wäre auch eine Option. Oder anstatt hier einen Rechtsverteidiger, einfach hier einen Rechtsverteidiger reinstellen, anstatt Morata. Und auch da könntet ihr ratingmäßig, teamspielmäßig, nicht ratingmäßig gesehen, teamspielmäßig einiges noch rausholen. Sonst könntet ihr einen oder anderen Spieler natürlich benutzen und auch so 1:1 nachbauen. Wenn ihr denn, wie gesagt, die ganzen Spieler, die out of position sind, umändert, zum Beispiel, wie gesagt, hier in Volland statt in Demirbay. Und dann würde das Ganze funktionieren. Wir haben zum Beispiel jetzt hier 2 Erstbesitzer. 2, die nicht Erstbesitzer sind, sondern gekauft sind am Start mit Navas und mit Demirbay. Und damit holen wir uns das erste League On garantierte Team of the Season Pack, Jungs. Und jetzt heißt es Packluck. Hashtag Packluck in die Kommentare oder beziehungsweise einfach Packluck in die da. Jungs, drückt einfach die Daumen. Zeigt einfach Support auf diesem kranken Video. Und ich hoffe, das Ganze gefällt euch. Und wenn euch das Ganze gefällt und ihr auch das nächste Woche zum ultimativen Team of the Season wiedersehen wollt, zerstört einfach den Like-Button, Jungs. Zerstört einfach diesen Like-Button und schreibt mir in die Kommentare, was habt ihr in diesem Team of the Season Pack gezogen. Und jetzt das erste 3-2-1 und Abfahrt. Komm schon, EA. Erster League Team of the Season. Ben Yedder, Mbappé oder Neymar. Bitte, Jungs. Bitte. Drückt die Daumen. Ich will PSG sehen. Ich will Brasilien sehen. Frankreich schon mal. ZM. Oh. Es wird immerhin nicht dieser 88er André, sondern es wird Savanier als 92er. Auch eine geile Karte. Gucken wir uns jetzt mal im Detail genauer an. Aber ich glaube, preismäßig gesehen, ist das ein Flop, oder Jungs? Ist das ein Flop? Wir gucken gleich auch mal auf den Preis der SBC. 86er Greater Squad mit dem Team of the Season. 4 Sterne ist nice. Mittelmittel ist auch sehr, sehr nice. Das ist sogar eine spielbare Karte. Ausdauer ist am Start. Passen ist am Start. Geiles Dribbling. Geiler Schuss. Geiler Tempo. Geiles. Also, der wäre sogar spielbar. Sag ich jetzt mal so. Mal gucken, was der gute Mann kostet. Ja, habe ich schon ein bisschen erwartet. Thiago Silva als 95er Karte kostet ja auch irgendwie nur 80.000 oder so. Also, insofern, das ist eigentlich auch schon traurig. Jetzt ist Savanier im ersten Pack geworden. Wir springen rein und zwar ins zweites Pack. Gucken wir mal, was wir da am Start haben. Bevor wir da rein starten. Genau, Jungs. Wollen wir mal kurz vielleicht den Preis uns anschauen. Dieser League Or Team of the Season SBC. Also ist da schon Preis am Start. League Or Challenge ist auch wieder raus mit einem seltenen Elektro-Spieler-Pack. Und dann haben wir für die MLS bzw. das lateinamerikanische Team of the Season 40.000, die wir ausgeben müssen. Und 110.000 bis 115.000 Münzen für die League Or Team of the Season Garantie SBC. Aber ich habe das schon gesagt, für die Spieler, die beim League Or Team of the Season am Start sind, mit vor allen Dingen natürlich Ben Yedder, Mbappé und Neymar, finde ich auf jeden Fall 86er gerateten Squad gerechtfertigt. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt es mir in die Kommentare zum Rating. Und jetzt rein ins zweite Set. Let's go! So, Freunde, und da haben wir jetzt hier den Squad zusammen. Hradecky 1,8, Dzeko, Erstbesitzer tauschbar, Boateng 9.000 Münzen, Erstbesitzer untradable, Hummels natürlich, Jahrstein 2.000 Münzen, 5.000 Luis Alberto, 6,8 für Goretzka, 2.000 für Agris, Erstbesitzer untradable, Sirigu, Kramaric 1,9 und Coutinho 19.250. Ja, 72 Teamspiele haben wir jetzt hier punktgenau zusammen. Auch hier wieder ein paar Out of Position, wie zum Beispiel ein Sirigu, Dzeko oder Jahrstein. Und sonst wären wir mit der Bundesliga und mit der Serie A gegangen. Heißt, zweites League Or Team of the Season Pack ist am Start. Oh, Jungs, bitte. Lasst uns hier was Geiles ziehen. Bitte, ey. Einfach Daumen drücken, Jungs. Einfach Daumen drücken. Puh, komm schon, wir schaffen das, Jungs. Wir schaffen das. Wir schaffen es, was Geiles zu ziehen. Nächstes Pack, 3-2-1 und Abfahrt. Zweites
Lasst uns schon mal ausrasten. Bitte, EA. Come on, bitte, EA. Bitte, 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 bitte. Wer wird es diesmal? Natürlich der Walkout. Es wird Italien, es wird Verratti oder was? Schön, das ist nice. Immer ein Rating hier am Start. Spielbarer als der andere Savigny. Beides ZM-Karten, 95er hier am Start. Die Karte selbst habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Aber auch eher wieder sehr, sehr ausgeglichen natürlich hier von den Stats her. 95er Verratti. Das ist doch schon mal sehr, sehr nice. Auch den können wir dann zum Beispiel für die nächste garantierte TOTS SPC wunderbar benutzen. 95er Rating, sehr, sehr nice. Vier Sterne auch eher mittelhoch mit Arbeitsraten, die sehr, sehr attraktiv sind. Und auf jeden Fall, was Passspiel und Dribbling ansieht, immer viel, viel geiler. 94er Ausdauer, Aggressivität auf 99. Schuss, wenn du in Offensiver spielen willst, würde ich auf jeden Fall mal boosten. Übersicht auf 99, kurzer Pass auf 99 und langer Pass einfach auch auf 99. Alter Falter. Was ist das bitte für eine Karte? Heftig einfach, heftig. Also den kann man definitiv spielen. Schön linkbar, PSG-Link mit Mbappé, mit Neymar und Co. Den hätte ich gerne auf dem Hauptaccount gezogen. Das war jetzt leider der RTG-Account, nicht der RTG-Account. Also, das war der SPC-Account. Ich hätte es gerne auf dem RTG-Account gezogen, den Verratti. Dann hätte ich hier schön mit Neymar und Mbappé linken können. Naja, aber das auf jeden Fall zu ihm und zu seiner Karte. Wie viel? Vier Sterne hat er? Jawohl, ist auch machbar und sehr gut. Und damit soll es gewesen sein. Mit den zwei Packs zu der garantierten League Out Team of the Season SPC. Ich hoffe, wir sehen uns gleich im Stream. Und damit reingauen. Bis zum nächsten Video hier bei YouTube. Lasst die gerne ein Abo da, gerne die Glocke aktivieren. Vergesst die Bewertung nicht und natürlich unten auch den Kommentar nicht. Insofern reingauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.